Hallo zusammen, hier ist wieder euer Bernie. Mein Experiment, das sich am Montag gestartet hat, nämlich mich vollkommen nur mit Rohkost zu ernähren, ist leider schon nach 1,5 Tagen fehlgeschlagen. Ich habe es wohl ein bisschen zu übertrieben gemacht. Nicht nur, dass ich mich komplett rohkostmäßig ernährt habe, ich habe auch komplett den Kaffee rausgelassen. Und ihr müsst wissen, dass ich bis letzte Woche ein sehr starker Kaffeetrinker war. Ich habe bestimmt 5-6 Tassen am Tag getrunken und es hat mich einfach völlig umgehauen, nach 2 Tagen überhaupt kein Koffein mehr zu mir zu nehmen. Und ja, dann dachte ich mir, okay, man schaltest du mal einen Gang zurück, ist ja auch nicht schlimm, und versuchst es immer noch ein bisschen dich gesund zu ernähren und den Kaffee natürlich auch rauszulassen, aber nicht komplett nur Rohkost zu essen. Ihr merkt, ich höre mich auch noch ein bisschen angeschlagen an von der extremen Umstellung, würde ich sagen, bei der Ernährung und auch das Weglassen von Koffein. Außerdem haben mich natürlich auch die restlichen Mitglieder meiner Familie noch angesteckt mit ihren Krankheiten, die sie die ganze letzte Woche mit sich rumgetragen haben. Aber was ich am Montag gegessen habe, also zum Frühstück hatte ich das hier. Und dann zum Mittagessen war ich bei Whole Foods und habe mir das hier gegönnt. Und dann zu Abend gab es noch einen Tomatensalat mit ein bisschen zu viel Zwiebeln. Und eigentlich, so vom Hungergefühl würde ich sagen, ging es mir eigentlich ziemlich gut am nächsten Morgen. Nur halt, dass dann irgendwann doch der Koffeinmangel zugeschlagen hat und ich mich einfach wie gerädert gefühlt habe und total müde. Heute werde ich grillen. Wir haben hier schon einige Maiskolben, die ich gleich in Alufolie einpacken werde und auf den Grill schmeißen werde. Unheimlich lecker, sag ich euch. Und dann gibt es dazu typisch nordamerikanische Burger. Für die Kinder, die mögen hier besonders die Truthahn-Burger. Die schmecken auch unheimlich lecker. Und für uns Erwachsene, jedenfalls für mich und Ariane, haben wir hier vegane Burger. The Good Veggie Burger. Mal sehen, wie die sich so auf dem Grill machen. Wir haben hier einen Grill direkt im Haus. Der wird von dem Hausgas betrieben. Das heißt, es ist ganz schön praktisch. Da muss man nicht immer wieder die Gasflaschen wechseln oder die Gasflaschen sind gerade in dem unpassendsten Zeitpunkt leer, wenn man gerade was auf den Grill legen will. Und jetzt werde ich erstmal versuchen, den richtig schön einzuheizen. Der Mais ist schon drauf. Der braucht ein bisschen länger als die Burger, um richtig durchzuwerden. So sehen die ausgepackten Burger aus, die jetzt auf den Grill kommen. Also ich glaube ja, das ist sowas wie das Traumland, wo wirklich alles passt und man nicht an irgendwas aneckt oder an irgendwas auszusetzen hat. Ich meine, die Deutschen sind sowieso dafür bekannt, an allem irgendwie rummeckern zu können, aber das meine ich noch nicht mal so. Ich meine einfach, dass man in ein Land kommt und dann wirklich einfach alles wie am Schnürchen läuft. Das gibt's natürlich nicht. Und das ist auch die Erfahrung, die wir hier in Kanada gemacht haben. Es waren andere Sachen, auf die wir gestoßen sind, die nicht direkt beim ersten Mal so funktioniert haben, wie wir uns das dachten. Aber da werde ich bestimmt auch noch in den nächsten Beiträgen noch mehr darüber berichten, womit wir hier alles zu kämpfen hatten, als wir gerade frisch angekommen sind aus Deutschland. Das hier ist unser Hamsterhabitat. Wir haben seit kurz nach Weihnachten einen kleinen neuen Mitbewohner. Und zwar ist das die Hamsterdame Flocke, die jetzt gerade in ihrem kleinen Häuschen da auf der rechten Seite schläft. Und eigentlich den ganzen Tag nur überschläft und nachts dann einen ordentlichen Radau in ihrem violetten Rad, was auf der linken Seite ist, macht. Aber wie ihr seht, viel, viel Platz hat diese Hamsterdame, um sich da komplett auszutoben.